Und jetzt habe ich noch die besondere Ehre, die besten Abiturientinnen auszeichnen zu dürfen vom diesjährigen Abitursjahrgang. Ich darf zu mir auf die Bühne bitten, die Lena Flath, Marlene Wenzel, Nilay Flexenhaar und Katharina Vogel. Kommt alle mal daher, dass ihr ein bisschen bewundert werden könnt. Zwei links, zwei rechts, oder wie, Mammes, oder alle da hier. So. Ja, meine Damen und Herren, ihr könnt alle stolz sein. Ihr könnt stolz sein, diese vier Damen haben mit der Traumnote 1,0 ihr Abitur bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Die Lena Flath, also überall steht drauf auf der Urkunde, ich lese die eine stellvertretend vor. Lena Michelle Flath, geboren 27.08.2002, hat im Abiturjahrgang 2021 mit der Durchschnittsnote 1,0 das beste Abiturzeugnis der Ernst-Göbel-Schule erhalten. Höchstens 10.07. Ralf Guinet, Schulleiter, Rüdiger Wede, Studienleiter und Horst Pitsch, Bürgermeister. Ich durfte auch unterschreiben. Herzlichen Glückwunsch. Bitte sehr. Die Marlene Wenzel. Herzlichen Glückwunsch. Bitte sehr. Die Nilay Flexenhaar. Hirnhorn. Ja. Fastapfelblütenkönigin. Ja. Meine Damen und Herren, das ist die Fastapfelblütenkönigin der Gemeinde Höchst. Sie kommt zwar aus Rimhorn, aber Sie sehen, wir lieben auch die Lützelbacher. Eine Apfelblütenkönigin aus Rimhorn in Höchst, das wäre es im letzten Jahr gewesen, aber dafür belohnst du dich jetzt mit einem geilen Abiturzeugnis. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab doch gewusst, so viel gibt es dann nicht in Rimhorn das letzte Mal. Und da oben wird vier gestolz sein. Ne? Ja. Michael. Ja. Und last not least natürlich die Katharina Mona Lisa Vogel aus. Oh ja, das. So ist es halt. Aus Mömmlingen. Stimmt, gell? Ja, 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 ja. Also gut. Auch eine bayerische Überfliegerin bei uns in Höchst. Herzlichen Glückwunsch. Alles gut. Bleibt nochmal stehen, dass die Fotos machen können. Das sind die Besten aus die Crème de la Crème. Vielen Dank. Alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg. Macht was draus. Denkt immer dran, das war nur der erste Schritt. Es geht weiter mit dem Lernen. Und alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Ach, haha. Ich habe doch gewusst, ich vergesse immer was. Seid mir nicht böse, was ist so. So, Nila, weiß ich, die Lena. Ein kleines Präsent. Dankeschön. Vielen Dank. Die Nila. Die Katharina. Katharina. Ja, ich habe mir den Namen, den langen Namen gemerkt. Wusste ich es nicht mehr. So.